War eine Erfahrung. Würdet ihr das nochmal machen? Auf gar keinen Umständen. Ich glaube, mir könnte jemand jetzt 300.000 Euro hinlegen, ich würde es ablehnen. Ehrlich? Ja, na, das würde ich schon machen. Der Schwabe. 300.000 würde ich. Also für eine hohe Geldsumme würde ich dann sagen, ja, fuck it. Es muss schon eine sehr hohe Geldsumme ja, sein. Ja, auf jeden Fall. Also es muss, okay, für 300.000 würde ich es, glaube ich, schon machen. 300.000 ist eine schöne Eigentumswohnung in Wanne-Eickel. Doch, für 300k würde ich schon machen. Ich sag, Real Talk, für 100k würde ich es nicht machen. 300k steuerfrei würde ich machen. Okay, ja, das wäre was anderes. Okay, 300k steuerfrei, ja, ja. Ja, dann wäre ich, glaube ich, da. Also mir ist es wirklich ein absolutes Rätsel und ich glaube, das war es Ihnen selber dann auch, wie Knossi und Sascha das nochmal annehmen konnten. Ja. Man hat wirklich richtig im Voraus gemerkt, also die Tage, bevor wir ausgesetzt wurden, dass die beiden realisiert haben, was sie da getan haben mit dieser Entscheidung und die waren wirklich blass und denen war wirklich Angst ins Gesicht geschrieben. Ja. Krass. Wir haben uns die ganze Zeit gewundert bei der Hinreise, Knossi und Sascha waren so schlecht drauf, also nicht schlecht drauf, aber die waren so missmutig. Bisschen anders als sonst, als man die jetzt so kennt und wir waren so die ganze Zeit so, was los? Und